Jetzt gibt es ja einen Bericht der New York Times. Wir wissen ja schon seit längerem, die Frage stand ja immer im Raum, warum war Israel nicht vorbereitet? Die Geheimdienste, warum haben sie nicht gewarnt? Und wir wissen, dass tatsächlich, es gab offenbar Berichte. Aber was die New York Times jetzt tatsächlich geschrieben hat, ist die Arroganz des israelischen Militärs, auf diese Berichte nicht zu reagieren, weil sie gemeint haben, das kann die Hamas überhaupt nicht. Wie beurteilen Sie das? Was heißt das auch für den weiteren Kriegsverlauf, dass das so ein erheblicher Einschnitt für die militärische Führung Israels sei? Naja, für den weiteren Kriegsverlauf wird das erstmal nichts bedeuten, aber für die Frage, was passiert nach diesem Krieg, wird das erhebliche Konsequenzen haben, weil es umfassende Reformen geben wird. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch einige Köpfe rollen werden. Warum ist das passiert? Es ist der klassische Intelligence Failure, also im Sinne von alle Informationen waren da, es gab sogar Leute, die die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben, aber an übergeordneter Stelle wollte man es nicht glauben, wollte man es nicht sehen. Ich erinnere ja daran, dass die Intention Israels war es ja nach den Feiertagen, also nach dem 7. Oktober zum Beispiel, mit der Hamas zu einem Übereinkommen zu kommen, dass mehr Visas für Menschen aus dem Gazastreifen erteilt werden sollen, die in Israel arbeiten. Also man hat einfach nicht angenommen, dass die Hamas A dazu fähig ist und B überhaupt daran gegenwärtig, also gegenwärtig als 7. Oktober, ein Interesse hat, so einen Anschlag durchzuführen, sondern man hat eher geglaubt, dass die Hamas sich selber ein bisschen ruhiger verhält und ihre militärischen Aktivitäten gegenüber Israel runterfährt. Und das ist ein klassischer Fehler sozusagen der Wahrnehmung, den wir sehr oft sehen, wenn wir uns die Frage stellen müssen, warum haben Regierungen, Militärs, Geheimdienste Dinge nicht kommen gesehen? Sie hatten alle Informationen, aber die Schlüsse, die herausgezogen werden, sind einfach die falschen.